Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Viele haben diese Frage gestellt: Darf mein Verlobter mich ohne Kopftuch sehen oder dürfen wir gemeinsam alleine sitzen, dürfen wir chatten, nachdem wir jetzt endlich verlobt sind, dürfen wir jetzt all diese Sachen machen? Erstmal müssen wir begreifen, meine lieben Geschwister, das, was die Mehrheit der Menschen unter Verlobung versteht, ist nicht das gleiche, was der Islam unter Verlobung versteht. Das ist sehr, sehr wichtig. Der Islam, also in Anführungszeichen Verlobung, weil Verlobung an sich gibt es ja so nicht. Ja? Aber was man sagen kann, was die Gelehrten sagen, ist, dass Verlobung bedeutet, im islamischen Sinne und auch nur alles in Anführungszeichen, dass wenn du beim Vater warst und sie dich eingeladen haben, also sie dich danach nochmal einladen, sie dir sozusagen die Zustimmung geben, sagen, pass auf, wir stimmen damit überein, dass du unsere Tochter heiratest und solange du hier bist, nehmen wir keinen anderen Mann zu uns, um ihn kennenzulernen. Aber ihr seid trotzdem einander fremde Personen. Und das ist sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister. Ihr seid trotzdem einander fremde Personen. Das heißt, bloß weil ihr jetzt deine Eltern ja gesagt haben und ihre Eltern ja gesagt haben, ja, und ihr habt euch vielleicht sogar Verlobungsringe gemacht, subhanallah, heißt das nicht, dass ihr mehr dürft als vorher. Das Einzige, was mehr in Anführungszeichen erlaubt ist, dass die Familie der Frau dem Mann die Erlaubnis gegeben hat, sie öfters zu besuchen, ja, damit man einander sozusagen kennenlernen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, man darf trotzdem nicht gemeinsam alleine telefonieren, alleine chatten. Man darf nicht sich in der Öffentlichkeit alleine treffen. Man darf die Frau nicht alleine treffen. Das ist trotzdem eine fremde Frau. Ihr seid noch nicht verheiratet. Ihr seid nicht halal voneinander. Deswegen darfst du sie auch nicht ohne Kopftuch sehen. Und das ist eine wichtige Position, die wir hier inshallah ta'ala verstehen sollten. Ja, das ist auch ein wichtiger Grund, warum die Gelehrten sagen, damit, weil in dieser Zeit kann große Fitna entstehen, und damit eben keine Fitna entsteht, sollte man diese zwei dann schnell verheiraten. Also nachdem sozusagen diese Anführungszeichen Verlobung gemacht wurde, da sollte nicht nochmal 2-3 Jahre dran gehängt werden, sondern vielleicht ein paar Wochen. Und damit man sie dann verheiraten kann, zumindest den Akt, den Nikah sozusagen schreiben kann, den Ehevertrag schreiben kann, die trotzdem bleiben sie dann bei sich zu Hause, sie ziehen noch nicht zusammen, dann aber sie sind verheiratet vor Allah subhanahu wa ta'ala und können dann wie Mann und Frau, er kann sie dann ohne Hijab sehen, sie können alleine draußen sich treffen und so weiter und am Ende geht jeder nach Hause und das ist eine schöne Sache. Aber davor, bevor man nicht den Ehevertrag gemacht hat, bevor nicht der Mahr gezahlt wurde, ja, all diese Sachen, wir gehen alle im Normalfall aus, ja, bevor nicht der Ehevertrag gemacht wurde, bevor nicht und das vor 2 Zeugen und Anwesenheit von Wali und der Mahr übergeben wurde, entweder davor, währenddessen oder kurz danach, ja, ist der, also eine gültige Ehe, wenn eine gültige Ehe noch nicht gemacht wurde oder ein Ehevertrag, ist das alles, was vorher haram war, immer noch haram. Das Einzige, was die Erlaubnis besteht, ist, dass du zu den Ehen nach Hause, das heißt, dass du die Mädchen, ja, in Anwesenheit von einem Mahram, meistens der Vater, kann auch der Bruder sein, nicht die Mutter, nicht die Schwester. Du kannst nicht alleine mit der Mutter dich treffen. Also doppelt Haram. Ja? Alleine dich mit der Schwester treffen. Ja, mit der Schwester und ihre Schwester noch. 2 fremde Frauen. Ja, das geht nicht. Ein Mahram muss hier dabei sein, inshallah ta'ala. Und dann ist das, inshallah ta'ala, kein Problem, bis man dann Nikah macht. Aber solange ihr keinen Nikah gemacht habt, ihr dürft, wie gesagt, all diese Sachen nicht machen. Da solltet ihr ganz, ganz drauf aufpassen. Ganz wichtig. Ganz genau drauf aufpassen. Weil eine Sache, wie wollt ihr eure Ehe anfangen? Eine Sache, die mit Haram anfängt, wohin soll sie enden? Wohin soll sie gehen? Subhanallah. Deswegen haltet ein paar Wochen aus. Von mir aus drängt eure Eltern ein bisschen. Sagt, komm, wir wollen schnell den Akt machen, damit es halal ist wenigstens. Und dann ist das inshallah ta'ala kein Problem mehr. Barakallahu fikum, jazakum khairan.